Der Swiss Caravan Salon, ja, und das ist quasi das Einstiegsmodell, was man schon, ja, ich sag mal so um die 170.000, 180.000 Euro bekommt. Der Home von Morelo, auch jetzt im neuen DNA-Design, also in der neuen DNA von Morelo mit diesem automotiven Charakter an der Front mit harten Kanten. Ja, er sieht unglaublich toll aus mit den Busspiegeln, allen drum und dran. Der hier ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Grüß dich, Anja. Hallo Sven, grüß dich. Natürlich, der wird etwas teurer sein als nur der Grundpreis, den du jetzt benannt hast. Auch der Home wird ganz speziell für jeden Kundenwunsch ausgestattet, je nachdem, was der Kunde an Optionswünschen dazu wählt. Ja, er ist klein, er ist handlich, das ist gefragt. Das heißt, also es muss nicht immer so riesengroß sein. Die Fahrzeuglänge bei dem Fahrzeug? Die Fahrzeuglänge bei dem Fahrzeug ist 7,85 Meter, das ist der 78L. Wie du schon gesagt hast, kompakt, nicht zu lang, nicht zu hoch. Ja, ein schickes Fahrzeug. Ja, er ist relativ preiswert und wertbeständig. Jetzt werden Leute wieder schimpfen und sagen, ja, relativ preiswert, das ist ja schon eine Stange Geld. Aber viele Menschen sagen, die zum Beispiel eine Eigentumswohnung noch haben und so weiter, die, ich sag mal, ein bisschen rausfahren möchten, das hier ist quasi eine kleine Wohnung auf Rädern. Natürlich. Also vom Wert ist es in jedem Fall eine kleine Wohnung auf Rädern. Ich bin nach wie vor der Meinung, man muss dafür sein Haus nicht verkaufen. Man kann das ruhig behalten. Ja, macht einfach Spaß und ist eine tolle Freizeitalternative. Das Schöne ist, wenn man einen Morelo habt, ihr habt sogar einen Club, die Leute treffen sich. Das sind ganz unkomplizierte Menschen, das sind keine Multimillionäre meistens, sondern das sind Menschen, die halt ein bisschen gespart haben im Leben, die, ich sag mal, auch hart gearbeitet haben für ihr Geld. Ihr lernt die alle kennen, das sind nicht die, die die ganz großen Yachten fahren, oder? Nein, überhaupt nicht. Das sind ganz bodenständige, liebe Menschen. Ich habe tatsächlich keinen Kunden, von dem ich sagen könnte, boah, das ist jetzt schon komplett über irgendeiner Linie, gar nicht. Also es sind, wie du sagst, Familien, die es einfach oder Menschen, die es in ihrem Leben zu etwas gebracht haben, die Handwerksfamilien, die bodenständig sind. Also durch die Bank lauter tolle, nette Kunden, die wir da haben. Ja, ja, wenn du dich mal gerade daneben stellst, nimm das Fahrzeug und mir verrätst, du bist 1,80 Meter groß? Ich bin 1,73 Meter. 1,73 Meter? Ja. Ach, du hast Hacken an, sehe ich gerade. Genau. Ja, Hacken nicht, aber sie hat Stiefel an mit leichten Absätzen, deswegen ist sie ein bisschen größer. 1,75 Meter. Die Höhe von dem Fahrzeug? Die Höhe von dem Fahrzeug ist 3 Meter und 31, glaube ich. Also ich mit so oder so ähnlich. So oder so ähnlich, also vor lauter Zahlen und Messe. Ja, hier vorne steht der Loft, die Breite von dem Fahrzeug? 2,40 Meter. 2,40 Meter, auch der Home 2,40? Auch der Home hat 2,35 Meter. Der ist 5 cm schmaler in der Mitte. Jetzt habe ich dich, gell? Genau. Total verwirrt. Total verwirrt, ja, mit der Fahrzeughöhe. Das ich schwenke nämlich auf den Loft und sage, wie breit ist der? Ja, also der Loft hat 2,40 Meter und der hat 2,35. Hat 2,35, genau. Ja, das heißt, hier komme ich überall mit durch. Der ist unter 8 Meter, das ist das, was viele wollen. Und er ist nicht zu hoch. Ja. Er ist also unter 3,50 Meter. Er ist 2,35. Hier kann ich auch noch in eine Pkw-Mautstelle reinfahren. Also in jedem Fall, natürlich. Ich glaube, da wird heutzutage auch kein großer Unterschied mehr gemacht. Wir müssen mit unseren Fahrzeugen genau durch die gleiche Spur wie alle anderen auch. Und das ist auch möglich. Ja, hier sieht man es von hinten. Ihr habt auch hinten dieses automotive Design jetzt, also mit diesem Heckspoiler praktisch angedeutet mit drin. Ja. Das sieht so aus wie so ein Reisebus so ein bisschen. Das wollen die Leute. Ja, natürlich. Das ist die Optik, die an der Stelle natürlich auch perfekt ausgearbeitet zum Tragen kommt. Ja. Ja, da ist die Rückfahrkamera, die ist nicht serienmäßig? Die ist nicht serienmäßig, die gibt es gegen Aufpreis als Option zu wählen, zusammen mit dem Navigationssystem in Kombination Radio und so weiter. Ja, die meisten bestellen das aber mit, oder? Ja, ja, natürlich, ja. Ja, ich sag mal, es empfiehlt sich einfach auch zu wissen, was passiert hinter meinem Fahrzeug. So, das ganze Konzept ist auf einem Doppelboden aufgebaut. Das bedeutet, der ist beheizt. Es gibt also einmal eine Art Keller, nenne ich es jetzt mal. Der ist komplett getrennt vom Oberraum. Der hat natürlich auch Durchreichungen für, ich sag mal, die Anschlüsse für Wasser und Co. Aber er ist komplett getrennt. Er ist komplett getrennt. Das heißt, Boden 1 wird direkt auf den Auslegern vom Chassis aufgebracht. Dann kommt der Doppelboden, wo die Tanks, diese ganzen
wie hast du es gesagt, Parameter für Abwasser und so weiter stattfinden. Und dann kommt der Boden 2 als Wohnraumboden, der komplett durchgeht. Ja. So, der hat jetzt hier eine Luftfeder, das ist toll, gell? Eine Luftfeder? Ja, Hinterachsluftfeder wird nahezu bei jedem Fahrzeug gewählt. Also ich wüsste jetzt von einem ganz minimalen Prozentsatz, wo es wirklich ohne sein soll, aber gibt es eigentlich nicht bei uns. Das macht Sinn, ja. Ich habe hier eine tolle Traglast, das Basisfahrzeug, ein Iveco Daily mit im Regelfall 210 PS. Auch 210 PS, ganz genau. Hier allerdings in der Ausführung 50C. Das heißt, wir haben eine Lastvariante bis 5,8 Tonnen. Ja, der 5-Tonner vom Daily, deswegen auch etwas niedriger. Und wenn wir es dann drüben sehen, mit einer Einstiegsstufe, weil die Rahmenhöhe etwas niedriger ist. Ja, wenn man gleich reinschaut, wird man sagen, ja, der Home, ein richtig tolles Fahrzeug, sieht von außen ein bisschen kleiner aus, wenn die alle nebeneinander stehen. Das heißt, ihr habt jetzt den ganz großen, den ihr jetzt vorgestellt habt, jetzt in Düsseldorf, dann ist der Palace so daneben. Es fällt erst im direkten Vergleich auf, oder? Ja, ich sage meinen Kunden immer, der sieht nur einmal so groß aus und das ist hier auf der Messe, weil man so dicht davor steht, da wirkt sogar der Home riesig. Zu Hause auf unserem Ausstellungsgelände ist der Home dann doch der Anfang eines großen Endes, sage ich jetzt mal. Ja, hier haben wir auch ein eigenes Video gemacht gerade eben. Das ist der Palace, in dem Fall der 88. Und ja, der ist noch mal ein gutes Stück höher, rund 20 Zentimeter. Nee, nicht ganz. Doch. Der dürfte schon nahezu an die 20 Zentimeter höher sein. Das ist so. Ganz anderes Konzept. Schaut euch das Video mal an. Heute geht es ja um den Home. Ja, die Busspiegel sind jetzt bestellbar. Busspiegel gibt es optional, bestellbar, tolle Geschichte, verschafft richtig Übersicht. Ja. Und sieht auch toll aus. Also das heißt so, das Reisebus-Feeling. Ja, natürlich. So, und das ist das neue Gesicht jetzt auch beim Home erhältlich? Genau, das neue Familiengesicht. Wir sind jetzt mit der Überarbeitung der Modellreihe durch und auch der Home ist natürlich schon inkludiert. Ja, richtig schick. Ja, das Ganze wird gebaut quasi made in Germany. Das heißt sowohl der Fahrzeugaufbau, da habt ihr einen Spezialisten, eine tolle Firma, mit der ihr schon sehr lange zusammenarbeitet, Fahrzeugbau Meier. Fahrzeugbau Meier in Altdorf, unser Ansprechpartner für alle Arbeiten rund um das Chassis, Chassisverkürzungen, Verlängerungen, alle Anbauten, die am Chassis erledigt werden, übernimmt die Firma Meier für uns. Du bist die Vertriebsleiterin, das ist dein Mann, ich zeige ihn mal gerade, denn ihr habt frisch... Ihr habt frisch geheiratet? Ja, im Juni haben wir geheiratet. Er schafft auch bei Morillo? Ja. Okay, das heißt, ihr habt euch auch da kennengelernt? Wir haben die glückliche Fügung, dass wir zusammen am Wochenende arbeiten dürfen. Ehrlich? Ja. Hobby und Beruf zusammen. Du bist auch aus Oberfranken? Am Leben nicht. Aus? Ein Schwabe. Ein Schwabe? Stuttgarter Ecke. Stuttgarter Ecke. Aber schon seit 20 Jahren komme ich da hoch, war lang bei Concorde. Jetzt seit 7 Jahren schon wieder bei Morillo. Auch ein toller Hersteller. Haben wir uns aber schon bei Concorde, muss ich sagen. So ist es. Auch ein ganz, ganz starker Hersteller, muss man sagen, Concorde. So, wir sind praktisch beide im Schlüsselfeld. Die Fügung hat es ergeben, dass ganz viele Hersteller von Luxuswohnmobilen, nicht nur Concorde, Morello, Phoenix, glaube ich auch. Ja. Alle quasi ganz eng beieinander. Ja, alle direkt angesiedelt, genau. Und so einer entstand aus dem anderen und es hat sich immer weiterentwickelt. Ich glaube, an der Stelle ist es auch gut. So hat jeder die Anforderung, an sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Ja, das ist so ein bisschen wie eine Schuhstraße früher. Also man kommt zu euch nach Schlüsselfeld, hat die Qual der Wahl, kann zu euch fahren, zu Concorde, kann so. Ihr habt einen neuen Stellplatz jetzt. Das heißt, man kann also jetzt, ist er schon fertig? Der Stellplatz ist nahezu fertiggestellt. Ich glaube, noch kleinere Geschichten, ja, Nachjustierungen machen wir noch. Aktuell ist er nicht befahrbar, weil die Straße, die Zufahrt dazu gemacht wird. Aber die 52 Plätze, die sollten Mitte November wieder begehbar und befahrbar sein. So, der Mann, der wird mal ganz kurz gucken, ob das Fahrzeug leer ist, denn wir gehen gleich mal rein. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal checkst, ob das Fahrzeug leer ist. Der Home. Und ja, das ist jetzt eine Heckgarage. Hier ist jetzt ein passiver Fahrerträger drin, das heißt, der kommt nicht raus, sondern da kann ich die Fahrräder toll reinstellen. Das hat jetzt unser Handelspartner hier aus der Schweiz, der Beat Amstutz, eingebaut als Beispiel. Ja, der kann jetzt auch wieder raus, also der ist nirgends geschraubt.
deswegen als Achso, der steht so drin. Gerät, ja. Und den kann ich festzonen dann unten an den Verzorösen. Ich denke, ja. Ist gut gemacht, das heißt, er hat das aus Aluprofilen hat er das zusammengeschraubt. Tolle Idee. Ja, auch als Morelo-Fahrer muss man immer noch findige Ideen haben, um sein ganzes Equipment zu verstauen. Ja, wir sind ja jetzt in der Schweiz, drehen hier. Ihr habt Fachhandelspartner in halb Europa. Ja, haben wir. Und du bist die Vertriebsleiterin. Und ich bin die Vertriebsleiterin. Allerdings auch nur für Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja, das langt, oder? Ich habe noch einen Kollegen, der sich um den Export kümmert, unser Andreas Wolfer-Heimann, ja. Der dann einfach die anderen Länder betreut. Genau. Was ist das für ein Home hier? Was ist das für ein Home? Ein 78L? Ein 78L. Das heißt, die Garage ist ja echt riesig beim 78L, obwohl es ein Home ist. Beim Home ist die Garage immer so groß. Echt? Ja, die ist immer identisch. Also bei meinem Loft ist es nicht so groß. Gut, ich habe das Querbett hinten. Ich glaube, das ist nur eine optische Geschichte. Durch das Querbett hast du hier hinten nochmal diesen Kasten mit dem Fußraum am Fußende. Und deswegen empfindest du den etwas kleiner. Ich denke, vom Volumen dürfte das doch auf jeden Fall hinkommen, dass es auf jeden Fall auch gleich ist. Also gar keinen Fall kleiner. Der hat eine ganz tolle Heizung mit drin, Alde. Ja, die alte Heizung, die 3010 oder gibt es inzwischen schon 3020, ich glaube, wir sind schon im nächsten Modelltyp. Heizungsführung durch die Garage, ganz wichtig für den Winter, wenn die Skisachen wieder trocknen müssen. Hier ist warm drin, das heißt, also genau, es ist alles beheizt. Ist beheizt, natürlich. Genau, der Fußboden, der wird dadurch automatisch warm, das heißt, also man kann aber optional noch eine Fußbodenheizung wählen? Genau, man kann optional eine Fußbodenheizung wählen, die dann ab hier quasi im vorderen Bereich im Wohnraumboden stattfindet. Ist es auch beim Home so, dass ich das trennen kann im Schlafbereich, dass es da kühler wird? Ja, dafür kann ich auch den Thermostatregler im Schlafraum bestellen. Mhm. So ist das. Hier vorne sieht man, da ist eine Steckdose drin für E-Bikes zum Beispiel. Genau, also einmal der Schalter, ne? Licht an, aus und hier nochmal die Steckdose bietet sich natürlich an in der Rückwand der Lichterblende. Das Schöne ist, alles holzfrei bis auf die Möbel. Das heißt, hier unten der ganze Unterboden, da kann nichts passieren. Das heißt also, selbst wenn der mal volllaufen sollte, aus irgendwelchem Grund auch immer, wenn man es schnell wieder trocknet, dann kann da nichts reinsaugen. Also geht nicht. Nein, es kann sich hier nichts vollsaugen. Allenfalls, dass der Teppich hier unten vielleicht einen Zentimeter irgendwo ein Wasser abbekommt. Aber die Schottwände, das ist alles komplett holzfrei. Auch die Seitenwände, die sind ohne Holz? Die sind auch ohne Holz. Ne? Das ist 1 mm Aluminiumblech und 3,8 mm RTM-Schaum, der da gepresst wird. Und auf der Innenseite genau das Gleiche. Dort wird es noch mit Teppich beklebt, aber vollkommen holzfrei. Ja, ihr habt jetzt auch beim Home, habt ihr die Markise komplett integriert? Ja, auch beim Home haben wir die Seitenmarkise aus dem Programm genommen und haben gesagt, wir integrieren die ins Dachprofil. Einfach schicker, einfach passender, sieht gut aus, macht Sinn. Hier vorne ist die Beklebung, jetzt auch mit der Carbonoptik, auch beim Home erhältlich. Steht ihm gut? Steht ihm gut, macht auch immer Sinn. Ansonsten wäre es ein bisschen mehr weiß. Also auch die Serienbeklebung ist schick, aber wir haben tatsächlich sehr oft die Wahl, fällt sehr oft auf das Carbon, die Carbonfolierung. Viel GFK habt ihr im Einsatz, das heißt, ihr habt auch Gelcoat im Einsatz, ausbesserungsfähig. Man kann, wenn es nicht zu schlimm ist, kann man das auch reparieren, das ist wie im Bootsbau hinten. Ja, also wie du schon sagst, bis zum gewissen Grad lässt sich das tatsächlich auch reparieren. Ich muss nicht gleich anspachteln, sondern ich kann so ein bisschen beischleifen. Das ist so, ja. Hier vorne sieht man 250 Kilogramm Belastbarkeit. Das ist ausreichend. Das heißt, hier kann ich auch mit dem Roller reinfahren? Hier kannst du auch mit dem Roller reinfahren. Trotzdem empfiehlt sich das natürlich nicht punktuell zu belasten, sondern immer für eine Ausgleichsplatte zu sorgen, auf die du dann deinen Roller stellst. Ja, hier ist er. Der Home 78L, das sind die technischen Daten hier. Chassispaket, der hat die ZF, das Automatikgetriebe, fast alle bestellen es damit? Ja, also das ist sehr eine große Ausnahme, dass ein 180 PS Schaltgetriebe bestellt wird. Ich versuche dann auch immer den Kunden mitzuteilen, dass das Chassis auf ewig ihren sein wird, weil es wirklich ein Exot ist unter der gesamten Fahrzeugausstattung. Ja, CHF steht drauf. Wir drehen gerade in Bern in der Schweiz. Die Messe stand auf der Kippe, muss man sagen. Erst 2-3 Tage vorher, vor der Messe, gab es grünes Licht.
Es gab immer wieder Abstimmungen hier mit der Messeleitung, aber so richtig von dem Gedanken weg, die Messe vielleicht gar nicht stattfinden zu lassen, so weit war es, glaube ich, nie. Die letzte finale Besprechung morgens um 10 am Tag davor und es hat sich an der Entscheidung nichts geändert. Und wenn man sieht, was hier los ist, ist die Entscheidung auch richtig. So, wir haben die Genehmigung, schriftliche Genehmigung von der Messeleitung. Wir dürfen ohne Maske drehen, so ist es. Das machen wir auch. Denn ich sag mal, wichtig ist, die Ansprechpartner hier tragen aber alle Maskenschutz. Das heißt, das Hygienekonzept ist gut? Das Konzept ist in jedem Fall sehr gut. Es wird darauf geachtet, dass die Kunden ihre Masken tragen. Wir achten speziell noch darauf, dass der Kunde sich einmal noch die Hand desinfiziert, bevor er ins Fahrzeug geht, weil doch viel ausprobiert wird, viel geöffnet und geschlossen, damit unsere Kunden bei uns sicher sind. So, dann gehen wir ein bisschen mal rein. Ich würde gerne noch vorher noch mal in zwei Klappen blicken. Einmal in diese hier. Ein Staufach? Ein Staufach, ganz normales Staufach. Aber tief? Das ist tief. Ich erkläre dir auch, warum. In dem Moment, wo wir im Doppelboden von den Tankvolumen das nicht ausnutzen, schaffen wir für den Kunden Stauraum. So, das heißt, hier liegt rechts und links jeweils noch ein Tank. Und in der Mitte machen wir den Doppelboden dann einfach so tief, dass wir so viel wie möglich für unsere Kunden an Stauraum generieren können. Das Tankvolumen bei dem hier? 200 Liter. 200 Liter. 300 Liter Frischwasser und 200 Liter Fäkal- und Abwassertank, wenn er denn gewählt wurde. So ist es ja. Hier vorne hat man noch ein weiteres Fach. Man kann aber auch hier so tolle Sachen buchen wie Lithiumbatterien, das geht? Auch das gibt es natürlich. So, hier kann ich komplett durchreichen, hier kann ich die Ski reinmachen, hier kann ich... Es ist nicht sehr groß, das Fach, aber von der anderen Seite ist es etwas breiter. Genau, das ist jetzt einfach bauartbedingt, dass wir hier eine kleinere Stauraumklappe haben. Ich zeig's mal gerade auf der anderen Seite, dass wir es mal sehen. Da ist die Klappe ein bisschen größer. So ist sie hier. Und dann komme ich nochmal kurz zu Anja, zeige das mal. Ja, dann gehen wir mal rein. Auch hier ist die Aufbautür diesmal in der Ausführung mit Schloss gewählt. Ja, der Home hat eine andere Tür als jetzt der Loft oder die Palace-Baureihe und deswegen hat er das im Standard mit Schloss. Gibt es die Möglichkeit hier ein Zahnschloss? Ja, du kannst optional die andere Aufbautür wählen mit dem Zahnkombinationsschloss. So, da hat man die Stufen. Unten Austritt hat auch zwei Stufen? Nein, eine. Nein. Wir haben jetzt ein wesentlich niedrigeres Chassis. Durch das 5-Tonnen-Chassis kommen wir mit dem ganzen Aufbau etwas niedriger, da reicht eine Stufe. So, hier sieht man schon, die Holzfarbe ist hier wie? Das ist hier unser Aralie, genannt Wohnwelt Live. Ein helle Esche-ähnliches Holz, was so dem modernen Trend folgt. Ist recht neu? Mittlerweile haben wir es jetzt schon das zweite Modell ja im Angebot und wird gut angenommen. So, diese Tür kann nicht einfach aufschlagen. Nein. Da habt ihr Wert drauf gelegt. Das heißt, wenn mal ein Wind kommt, genau. Ich glaube, die Tür ist wie bei einer Haustür, bei einem Haus. Die muss einfach toll sein. Wenn du die mal gerade schließt, ich will mal hören, wie die schließt. Satt, oder? Satt und zu. Also das sieht man jetzt auch direkt. Und es war jetzt auch kein großer Kraftaufwand, die Tür zu schließen. Ja, es ist so. Mach nochmal auf, bitte. Zeige ich mal gerade. Sie ist recht breit. Das ist auch vielen wichtig. Ja, diese XL-Tür bieten wir bei allen unseren Modellen in der Serie an. Gut, das heißt, ja, geh mal kurz rein, dann sieht man direkt, das Fliegengitter ist perfekt integriert. So Kleinigkeiten, die natürlich bei jedem Wohnmobil quasi drin sein sollten. Hier sind sie drin. Das gleitet auch schön? Ja, das gleitet schön, ist bei jedem Fahrzeug im Standard enthalten. So, hier an der Seite habe ich eine Laufleiste direkt mit drin. Und ja, da habe ich die Steuerung für... Die Eintrittsstufe hier unten, Umpump, was ist das? Das dürfte einmal ein Thermostatzeiger sein. Das andere ist eine, wenn du da mal drauf gehst, das müsste Beleuchtung im Stauraum sein. Ah, okay. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. In den Stauklappen. Ja. Okay. Ja. So, hier haben wir jetzt die Version, der Fernseher ist auf dieser Seite. Das kenne ich, das ist in meinem Loft so. Der TV ist im Home immer an dieser Stelle. Und der Wohnraum sieht auch immer genauso aus, wie wir ihn hier sehen. Das heißt, die Größenverhältnisse sind exakt so. Ich kann jetzt nicht, wie beim Loft oder ab dem Loft, kann ich ja in der Sitzgruppe variieren, von einer kurzen zu einer langen Sitzgruppe. Der Home hat eine Standardsitzgruppe, die immer in genau dem Größenverhältnis abgebildet wird.
Das ist aber toll. Das heißt, ich kenne die Sitzgruppe, die ist klasse. Ja. Denn wenn der Fernseher auf der Seite ist, können die beiden Leute, die den Sitz gedreht haben, das jeweils die Bänkchen nutzen als Beinauflage, können sich richtig da reinlümmeln und können ganz toll Fernsehen gucken. Ja, auf jeden Fall. Also der Fernseher im Eingang ist eine schöne Alternative. Fernseher ist untergebracht, stört nicht und ja, es kommt jeder ins Blickfeld. So ist das. Hier ist jetzt Leder gewählt? Hier ist jetzt Mikroleder gewählt. Das ist inzwischen nicht mehr im Programm. War eine, so ein Zwischenausflug in die Welt der Mikrofaser. Wir sind jetzt dabei, nochmal eine andere Ausführung zu wählen. Aktuell gibt es unser gewohntes Mikrofaser mit der offenen Faser drauf. Ja, das ist eine interessante Kombination. Ihr habt als Boden Schokolade gewählt. Ja. Und dann die Möbel selbst sind aber diese neuen hellen Trendfarben. Ja. Wie kommen die an bei euch in den Bestellungen? Ah, die kommen, also die werden zu gleichen Teilen hell und dunkel ausgewählt. Also die Kunden experimentieren auch, die sagen, Mensch, jetzt hatte ich mal dunkel, jetzt nehme ich was Helles. Also es gibt da jetzt keine klaren Verfechter der einen oder anderen Farbe zu erkennen, sondern ja, es scheinen beide Farben gut gewählt zu sein. Die werden beide zu gleichen Teilen gewählt. Interessant, die schwarze Platte mit dem hellen Holz. Was ist das für eine Platte? Wie heißt die? Die heißt jetzt Mineralstoff Pepper. Pepper ist das. Pepper, genau. Interessant, also dieses Schwarz macht tatsächlich auf Anhieb ein anderes Fahrzeug aus so einer Küche. Wesentlich moderner, wesentlich cleaner im Interieur. Mhm. Wie wir vorhin ja schon bemerkt haben, meistens nimmt man das Helle, ist ein bisschen offener. Das ist jetzt einfach so die stylischere Küche. Passt gut zu dem Kühlschrank gegenüber. Also deswegen auch das Schwarz darf gerne gewählt werden. Sieht gut aus. Ja, das Schöne ist, die Variante, jetzt musst du mich mal aufklären, beim Home ist die Bad-Variante und die Klo-Variante, ist die immer gleich? Ja, also beim Home finden wir ausschließlich das Raumbad. Raumbad meint die Dusche auf der Beifahrerseite separat, dazwischen der Durchgang zum Schlafraum und auf der Fahrerseite dann der Toilettenraum mit dem Waschtisch. So, und das heißt, das werden wir uns gleich mal anschauen. Auch hier kann ich mich komplett vereinzeln. Ja. Das Schöne ist, ich habe die Toilette ganz einzeln. Das wird bei vielen Modellen extra verkauft. Das heißt, also hier habe ich es mit drin. Ja, hier ist es direkt mit dabei. Natürlich in minimierter Form, als es jetzt zum Beispiel beim Palace wäre. Dort ist, wäre zum Beispiel auch nur die Toilette in dem Raum separiert. Hier haben wir den Waschtisch mit drin. Beim Home ist es so und auch beim Loft ist es bis auf einen Grundriss Standard. Hier ist ein Längsbett. Ja, hier haben wir ein Längsbett, 2 Meter lang. Durch die Fahrzeugbreite von 2,35 Meter dürfen wir noch auf eine Bettbreite von ca. 2,10 Meter kommen. Also auch schön groß. 2,10 Meter Breite? Ja. Ja, krass. Das heißt, ich kann mich auch quer reinlegen, wenn ich will. Eigentlich kannst du dich auch quer reinlegen, ja. Wahrscheinlich hast du 2,15 Meter. Wenn wir die Wände abziehen und innen dann noch die Konvektoren von der Heizung, dann sind wir da doch ziemlich breit, ja. Ja, das Raumgefühl hinten in dem Raum, den kann ich komplett vereinzeln. Wenn du mal kurz mal vorgehst, ja, dann klar. Vorsichtig, dann zeigen wir mal gerade, wie das genutzt wird. Und das Schöne ist der Einstieg, ich habe hier eine Stufe zum Bett. Ach, du kannst zumachen. Ich kann hier zumachen. Also du wolltest vereinzelt werden, also vereinzel ich dich. Das ist jetzt der Verschluss zum Bad. Da gibt es ein starkes Detail, glaube ich. Man kann sie komplett öffnen, die Tür. Man kann sie auch komplett öffnen, was aber in der Regel nicht stattfindet. Es würde aber gehen, denn für dich jetzt zum Zeigen ist das auf jeden Fall gut. So, denn ich kann nämlich jetzt rein, kann sie komplett offen lassen. Wenn ich das möchte, geht das. Ja. Ihr habt ein spezielles Schlosssystem, da ist ein Magnet mit drin, der erkennt, wann sie geschlossen ist und lässt sie automatisch zufallen. Ja, ganz genau. Das hängt von der Geschwindigkeit ab, glaube ich, oder? Ja, glaube ich auch. Also, wenn du es schnell machst, so, jetzt ist es quasi zu, der Magnet. Stark. Du musst da gar nichts machen. Der erkennt praktisch per Magnet, dass sie jetzt geschlossen ist. Ich kann sie komplett öffnen. Ist diese Glaswand, ist das eine Option? Die satinierte Glastür gehört beim Raumbad, beim Luxusraumbad dazu. Beim Home dürfte es eine Option sein. Das ist eine Option sein. So, und hier sieht man, hier rechts ist dann Waschtisch und Toilette. Genau, hier haben wir den Waschtisch. Die Toilette jetzt hier in dem Fall als Kassettentoilette, deswegen haben wir auch unten diesen zusätzlichen Stauraum im Doppelboden gehabt. Nachdem der Fäkaltank wegfällt, habe ich Platz in der Mitte, dort liegt kein Tank. Ergo nutzen wir durch andere Anordnung des Schottmaterials diesen Doppelboden als Stauraum mit.
hat den Vorteil, ich kann sie ganz leicht entleeren. Ich muss also jetzt nichts finden. Und ja, klasse. Das ist so eine Glaubensfrage. Festtank ist eine Sache, aber es gibt den einen oder anderen, der eine Kassette mitbestellt? Selten. Selten, aber es gibt es. Und ja, wenn es jemand möchte, natürlich. Warum nicht? Geht. Ja. So, ansonsten gibt es immer einen Festtank. Ist die Kassettentoilette, ist wahlweise, kommt der immer mit Festtank, wenn ich nichts angebe? Der kommt immer mit Kassette, wenn ich nichts dazu bestelle. Das heißt, ich muss die Festtank-Variante dazu bestellen. Okay, das ist anders wie bei Loft. Der kommt, glaube ich, immer mit Festtank. Nein, auch nicht. Nein, doch, beim Loft natürlich. Das ist nur der Home, der mit Kassette kommt. Wenn du mal lieb bist, hier rechts aufmachst. Nein, beim Loft. Du verwirrst mich total. Okay, ich bin gut, gell? Ja, aber ich. Nein, auch beim Loft bestelle ich die Festtank-Toilette. Ja, du bist ja nur die Leiterin vom Vertrieb. Ja. Wenn du es nicht weißt, dann... So, ich guck mal gerade. Nee, man kann nicht alles wissen. Außerdem, ich stelle ja auch blöde Fragen manchmal. Doch, ich muss alles wissen. Du musst alles wissen. Ja, klar. So. Ich habe einen riesen Spiegel. Also, der ist Wahnsinn. Der ganze Raum besteht nur aus Spiegel. Ja. Das ist krass. Das ist krass. Jetzt haben wir nur zwei Spiegel. Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo hier drei Spiegel waren. Achso, ja. Da hat sich das gespiegelt andauernd und du konntest dich dann 10.000 Mal sehen im Spiegel. Genau, da hast du dir morgens die Zähne geputzt und hast jetzt nicht so genau gewusst, so wo geht's los, ne? Aber schön ist mit zwei Spiegeln, du kannst als Mann sehen, ob du irgendwelche Haare vergessen hast an der Seite zu rasieren. Ist egal, anderes Thema. Mach mal unten auf drunter, dass ich mal reingucken kann. So, da hat man ein kleines Fach. Genau, kleines Fach für alle möglichen Utensilien und hier natürlich schön tief für den Kulturbeutel, Handtücher. Echter Morello. Ein echter Morello, da ist jeder Zentimeter ausgenutzt. Das ist das gleiche Holz wie bei dem ganz großen, bei dem, also die gleiche Fertigungsstraße, die gleiche Qualität. Kein Unterschied. Kein Unterschied. Also man darf nicht glauben, nur weil es das Einsteigermodell oder unser kleinstes Modell ist, dass es irgendeinen qualitativen Unterschied gibt. Ja, weder von den Möbelstärken noch von den Wandstärken noch irgendetwas. Ja, für das Raumklima ganz toll ist dieser Teppich, der auch oben und unten ist. Ich nenne ihn mal Teppich, das ist so ein Textil. Genau, dieser Fließbezug, der im Standard drauf ist. Alternativ kann man eine Kunstlederwandbespannung wählen. Das ist der Standard, dieser Fließteppich. Guck mal gerade rechts, kannst du mal aufmachen, bitte? Auch da habe ich Raum, Steckdose. Ja, ich denke, das ist hier die gleiche. Genau, Anordnung wiederholt sich. Das Klo kann man drehen? Die Toilette kann man drehen. Die Toilette, ja. Drehen? Da in die Richtung. Das heißt, wenn ich etwas mehr Platz brauche, kann ich sie nach rechts drehen. Dann kann ich hier besser stehen. Die längeren Beine sollten dann nach vorne zeigen. Toll. Guck mal gerade. Sag mal, das habt ihr überall installiert. Also ich nutze es ja mittlerweile auch schon. Ich habe sogar schon den Seifenspender befüllt, muss ich sagen. Aber am Anfang habe ich gesagt, es braucht ja kein Mensch. Aber man kann Zahnbürsten reinstellen. Du kannst also das vielfältig nutzen. Man muss ja nicht draus trinken. Zu Hause wird man es nicht mehr tun. Da gebe ich dir recht. Aber im Reisemobil, wo ich doch immer wieder mobil unterwegs bin, ist es gut, wenn alles seinen Platz hat. Mhm. Und deswegen sind dann auch plötzlich Zahnputzgläser wieder voll in Mode. Ich zeig mal gerade hier unten. Da hat man nämlich nochmal Staufächer mit drin. Also es ist ein tolles Bad. Du kannst mal zumachen, mach mal zu. Mal sehen kann, wie das Raumgefühl jetzt ist bei geschlossenem Bad. Ich kann also jetzt komplett die Toilette alleine benutzen. Hab hier oben nochmal ein großes Fenster mit drin. Und ja, kann mich komplett hier im Bad drehen. Und hab richtig viel Platz. Anja! Ja. Da bist du wieder. So, das heißt, ich könnte jetzt hier zumachen. Ja. Und kann hier zumachen. Mach mal dazu auf der anderen Seite. Wenn du einfach reinkommst. Oder so. Ist auch gut. So. Kannst du zuziehen. So, jetzt hätte ich praktisch mein Raumbad geschlossen, kann mich hier fertig machen. Hab aber keine Schränke zugänglich, muss ich sagen. Das ist dann, ich sag mal, bei anderen Versionen möglich. Hier habe ich die Klimaanlage oben drüber, die ist hier montiert. Kann ich hier auch frei wählen, wo die hinkommt im Home? Im Home muss man die restlichen Dachoptionen beachten, inwieweit vorne noch Platz sein kann. Mhm. Ich kann ihn im Schlafraum platzieren, das funktioniert auch. Und ich habe sie auch schon im Wohnraum platziert. Hier bietet sich einfach der Durchgang an, weil ich mit dem Home hier einen Platz habe, auf den ich am ehesten verzichten kann. So, wenn du hier mal aufmachst, die Dusche ist wirklich ausgewachsen. Die ist riesig, die ist ja noch größer als im Loft. Das macht dieses Luxusraumbad, oder? Genau, im Loft hast du ja diese Achteckdusche. Hier ist ja nahezu Sechseckdusche ist es im Loft. Aber dadurch, dass die jetzt nahezu quadratisch ist, kommt die dir auch größer vor.
Tolles Detail ist die Kleiderstange. Das heißt, wenn ich Skifahrer bin oder irgendwelche Sachen nass habe. Ja, im Sommer, das ist einfach ein absolutes Muss, diese Stange, wo ich schnell mal Hand hoch aufhängen kann. Dann gibt es auch noch Laschen dafür, dass ich ein Bikini, Badehose, alles, was irgendwie nass ist, eine Regenjacke, wenn ich in den Regen gekommen bin, zum Trocknen noch mal hier reinhänge. Ganz große Leute können ja auch benutzen. Die ist echt Glas, die Dusche? Die ist echt Glas, ja. Gut, das ist schön zu reinigen. So, mach nochmal zu. Dann macht es einfach klack. Die schließt auch satt. Wie wird die jetzt entsprechend gesichert bei der Fahrt? Hier oben gibt es dann nochmal den Bügel. Ja. Den nehme ich hier nach unten und dann kann die Duschtür nicht mehr aufgehen. Okay, wir öffnen das wieder für den Messebetrieb, sonst... Ein schönes Detail, gell? Ja. So, jetzt sitzt du hier im Schlafzimmer, wenn du dich mal gerade... Zur Seite. Ja, zur Seite mal ein bisschen machst. Und auch hier habe ich einen richtig tollen abgeschlossenen Raum. Das heißt, ich habe einen Schlafraum, der, ich sag mal, Ruhe verkörpert. Hier baue ich nichts um. Das ist mein Schlafbereich. Genau. Der ist sehr clean, sehr, ich sag mal, zurückhaltend. Die Fronten sind durchgehend. Ja, ich habe hier umlaufend meine Oberschränke. Ich kann hier nochmal zusätzliche Wäsche und Sachen verstauen. Ansonsten, wie du schon sagst, ein Ruheraum, in dem aber auch die Bettsachen bleiben können. Ich muss nichts umbauen, nichts wegräumen, nichts verstecken. Ich habe auch hier mein Fernseher im Schlafraum, sofern ich eine Sat-Anlage gewählt habe. Also ich glaube, hier kann man sich richtig wohlfühlen. Kann man auch rausziehen in die Mitte, dass er auch für beide gleich ist. Und dann ist er nochmal schwenkbar. Ja. Ja, ein schönes Detail ist, ich kann hinten, ähnlich wie im Krankenhaus, kann ich das anwinkeln, damit ich zum Beispiel abends lesen kann. Da brauche ich kein Keilkissen oder sowas. Genau, mit dem verstellbaren Kopfteil. Das heißt, ich habe hier die Unterfederung, die hat man hier gewählt, Unterfederung und die besondere Matratze. Und hier das Kopfteil, was verstellt werden kann. Ja, das ist schön. Ich kann auch sitzen. Das Schöne ist, ich habe also die Schränke so gewählt, dass selbst wenn ich aufrecht sitze, kann ich noch lesen. Ja. Die sind nicht im Weg. Ja gut, im hinteren Bereich. Ich komme darauf an, wie jeder liest. Hat jeder so seine Vorgehensweise. Also ich bin, glaube ich, noch nie irgendwie in die Situation gekommen, mir den Kopf zu stoßen. Hier. So, ich gehe mal kurz hier rein. Hier unten ist noch eine Klappe. Hier unten ist noch eine Klappe. Einfach durch den Einstieg habe ich hier nochmal die Möglichkeit, Sachen zu verstauen. Es wird einfach jeder Platz genutzt im Modul. So, ich komme mal kurz hier rein. Ja. Dann zeige ich mal gerade, wie schön das ist. Denn wenn man hier liege ich jetzt gerade, jetzt habe ich hier komplett Alphatronics. Funktioniert, ist gut, gell? Ja, funktioniert und ist super. Also tatsächlich... eine tolle Marke, die als 12-Volt-Ausführung perfekt geeignet ist für die Modelle. Ja, was die Leute auch wissen sollten, ich habe Sticks reingesteckt von Amazon, die funktionieren sogar. Okay. Wird zwar angezeigt, etwas wenig Strom, aber funktioniert trotzdem. Und da kann man Netflix gucken, Amazon Prime, direkt auf dem Fernseher. Der hat nämlich noch HDMI-Schnittstellen frei. Ja. Das ist ganz praktisch. Also neueste Bauart, mein Sohn spielt sogar PlayStation damit. Ja. Das ist ganz wichtig, wenn er hinten drin ist. Wir denken auch an die Kleinsten. So, dann kommt der Ausblick. Wenn du mal kurz die Gardinen zur Seite nimmst, hier bin ich über den Dingen. Ich bin hier am höchsten Punkt im Fahrzeug, beim Leben, gell? Ja. Hier auf der Bettplatte ist das der höchste Punkt, auf dem du dich befindest, das ist richtig. Ja, hier kann ich aufstellen, hier kann ich auch richtig verdunkeln. Du kannst den auch komplett verdunkeln, indem wir hier von oben die Verdunklung nach unten nehmen oder aber für den Sommer... Der Fliegenrollo, der hier direkt angebunden ist und trotzdem noch die Privacy-Funktion gewährleistet. Die Schränke sind groß? Die Schränke sind groß, tief, ausreichend. Also hier passt nochmal richtig viel Equipment rein. Ein Rausfallschutz hat es auch, habe ich gesehen. Da vorne hast du auch noch Haken, da kannst du was aufhängen, wie solche genau. Bademantel. Genau, oder Jacken. Auch Jacken. Ne? Also das dient oft mal als Haken für die Jacken. Wenn man die nicht vorne im Eingang haben möchte, dann packt man die hier hinten hin. Und natürlich nicht einfach aufs Bett werfen, sondern schön aufhängen. So, ich schaue mal kurz raus, denn das hat man ja selten mal, dass man mal aufs Dach gucken kann. Solar hat man natürlich nicht so viel Platz auf dem Dach. Ja? Da muss man leichte Einschränkungen machen. Ja, was heißt Einschränkungen? Es wird in jedem Fall Solarplatz finden. Und ich sage mal... die Anforderung des Kunden ist für uns wichtig. Wenn die mal feststeht, dann prüfen wir das konstruktiv und holen da auch die bestmöglichste Lösung raus. Vielleicht mal für einige Leute, ihr seid ja
ein Serienhersteller. Ihr habt zwar ein Fließband, sage ich jetzt mal, aber ihr seid deswegen, ich sage mal in Anführungsstrichen, so günstig, weil die Leute sich wieder beschweren oder sagen, es ist doch eine Stange Geld. Das ist schön. Das ist so, aber ihr habt eine Nische getroffen, die, ich sag mal, wirklich gut ankommt. Unter 7,5 Tonnen in dem Fall, kompaktes Fahrzeug, trotzdem Luxus wie zu Hause. Das heißt also viele scheuen das Camping, weil ihnen ein paar Sachen fehlen. Gut, in egal welchem Modell von Morelo wirst du nichts vermissen. Wir sind zwar, ich sag mal, es ist ein Großteil unserer Kunden, die ein 7,5 Tonnen Fahrzeug fahren. Allerdings ist die Tendenz immer mehr Richtung der noch größeren Fahrzeuge bis 18 Tonnen. C-Führerschein, das ist so. Genau. Da habt ihr jetzt auch nachgerüstet. Oft ist das so, man fängt mit dem kleineren an, dann geht man auf den größeren. Ja, genau. Die kriegt man prima verkauft, das heißt, der Wertverlust hält sich in Grenzen. Ja. Also so ein Fahrzeug ist sehr werthaltig. Es ist selten so, dass man über Gebühr viel verliert, wie bei kleineren Marken, wo man sagt, da kann man dann auch schon mal richtig Geld verlieren. Deswegen, ich sage immer, größer geht immer, kleiner geht nimmer. Man muss aber das Verständnis haben, wir filmen ja alle Wohnmobile von ganz kleinen Kastenwagen bis hin hierzu. Das sind die gleichen lieben Camper, muss man sagen. Also wenn man mit Morelo auf den Platz kommt, ich sage immer, hallo, hab meinen Sohn mit dabei, dann sagen die immer, oh, ich habe hier Leute mit kleineren Autos, die sagen aber nicht so nett hallo. Ja gut, das ist, ich überlege dann auch immer, ob es dann eher dran liegt, weil man einfach wesentlich mehr Schatten wirft oder ob die Leute einfach denken, wir wären anders. Nee, sind wir nicht, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, es gibt keinen Morelo-Fahrer, der nicht stolz auf sein Fahrzeug ist und auch jeden anderen mal gerne einen Blick reinwerfen lässt. So, dein Chef ist der Herr Morelo, nehme ich an. Nein, der Herr Morelo ist der Reinhard Löhner, einer unserer Geschäftsführer, und der andere ist der Robert Crispens. Den gibt es gar nicht, den Herr Morelo. Den Herr Morelo gibt es nicht. Sondern ist auch kein Italiener. Nein, ist auch kein Italiener, sondern dieses Wort definiert sich aus der Kombination Mobile, Reimann, Löhner. Reimann ist Jochen Reimann als Gründer damals von Morelo und Reinhard Löhner als langjähriger Geschäftskollege und Geschäftsführer schon in den Zeiten in der vorherigen Firma. So ist das, ja. Ja, gehen wir nochmal durch. Dann können wir gleich mal sehen, dass es jetzt sehr praktisch ist, dass ich die Tür nach außen öffnen kann. Ja, oder theoretisch, ich schließe hier einfach schließen. Direkt weg. Toll. Ja, das auch mit dieser Schwingtür, da gibt es eine Story, genauso wie bei diesem Kühlschrank. Den gibt es ja bei vielen anderen. Den habt ihr jetzt auch im Einsatz von beiden Seiten zu öffnen? Ja, das ist die neue Serie von Dometic 10.5. Serienmäßig mit fehlendem Ablagefach, muss man jetzt auch sagen. Viele denken, wir haben das vergessen. Nein, wir haben es nicht vergessen. Das ist einfach Stand der Dinge, dass das so geliefert wird. Ist aber auch gar nicht schlecht. Ich kann einfach viel mehr reinpacken, ohne dass ich jetzt durch die Zwischenablage behindert bin. Da ist der neue Backofen. Der neue Backofen mit einem Blech, mit neuer Luftführung von unten. Viel heißer jetzt. Viel schneller heißer. Viel schneller heiß, eine bessere Verteilung, also ein gutes Gadget. Das ist hier das Abtropfblech, deswegen ist es auch etwas kleiner. Und dann natürlich der Kühlschrank, der jetzt trotzdem noch mit seinen 170 Litern großzügig Platz bietet und ganz neu von rechts und von links bedienbar ist und zu öffnen ist. Okay, das heißt, ich kann ihn sowohl vom Wohnbereich als auch vom Schlafbereich öffnen. Da ist die Anja. Wir sind im Morelo Home. Die genaue Bezeichnung des Fahrzeuges? Home 78L haben wir hier. Wir gucken mal ganz kurz aufs Dach drauf, wie es da oben aussieht. Auch das ist ein Fahrzeug, was durch eure Produktion geht, was dadurch besticht, dass sie ganz viele Dinge macht, damit diese Fahrzeuge auf immer und ewig dicht bleiben. Ja, natürlich. So, das heißt, wir haben in der Produktion mal gezeigt, wie ihr mit den Kanten zum Beispiel umgeht. Ja. Da ist eine eigene Abteilung, ich nenne es mal im ersten Stock. Du kennst ja deine Produktion, ja? Wo die Leute. Das Gerüst meinst du, du meinst die Abteilung, in der dann alle Dachoptionen eingebaut werden. Das heißt, das Dach wird noch kurz vor dem Gerüst aufgelegt. Danach werden dann alle Dachhekis, Panoramaheki, durch das du jetzt deine Kamera raushältst, Sattanlage, Klimaanlagen, Solaranlagen, das wird alles im sogenannten Gerüst aufgebaut und entsprechend abgedichtet. Wie viele Tage braucht ihr denn oder wie viele Wochen braucht ihr denn für so ein Home in der Produktion? Also wir planen vom Band Einfahrt bis zur Übergabe des Kunden planen wir großzügig mit guten 5 Wochen, 6 Wochen glaube ich aktuell, haben eine wahnsinnige Termintreue. Die tatsächliche Produktionszeit findet innerhalb von 2 Wochen statt.
Okay, das heißt, der kommt wahrscheinlich erst zu Fahrzeugbau Meier, da wird vorne das Fahrerhaus weggeschnitten? Also das Chassis wird bei Fahrzeugbau Meier angeliefert, bekommt dann die entsprechenden Arbeitspläne, je nachdem, wie man sein Fahrzeug ausstattet, und kommt dann pünktlich zur Bandeinfahrt einen Tag vorher bei uns an. Ab dann läuft die Zeit bei uns, 10 Tage Produktion, danach noch ganz viel Qualität, Qualitätsmanagementprüfung, bis das Fahrzeug wirklich mit null Fehler nach vorne geht, dann werden die Papiere erstellt, der Händler wird informiert, der Kunde wird aktiviert und dann gibt es die Übergabe. Ja, wir haben ein Video gemacht bei euch im Werk, wo wir gezeigt haben, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, wo wir die Fertigung gezeigt hast, aber das wurde schon einige hunderttausend Mal angeklickt, wo man sehen kann, mit wie viel Liebe die Leute, da sind Elektriker an Bord, ihr habt Festangestellte, Möbelbauer, ihr habt, wie die Wände gebaut werden, ist ein Traum, ihr habt eine Riesenanlage, die drauf laminieren, das ist, oder wie man das nennt, die Seiten sind ohne Holz? Die Seiten sind ohne Holz. Das ist ein reiner Aluminiumblech mit RTM-Schaum und dann nochmal Aluminiumblech. Also da ist kein Holz in der Wand enthalten. Ja, bleiben wir noch etwas weiter vorne, denn das ist obligatorisch. Das kennen viele von Morello, dieser Gläserschrank. Dieser Gläserschrank. Der Home hat ihn noch. Bei den anderen Fahrzeugen wird er oftmals auf Sonderwunsch noch eingebaut. Schickes Detail. Ja, man sieht es mittlerweile auch bei vielen Fahrzeugen, die nicht von Morello sind. Und ihr habt es jetzt anders gelöst, ihr habt es versteckelt ein bisschen. Ja. Viele Gläserschränke sind jetzt unter den Ablagen, wo der Fernseher drin ist. Da hat man nicht so viel Platz. Genau, einfach weil wir auch diesen Platz im vorderen Bereich des Auszugsschranks anders nutzen können. Das ist wertvoll, gell, der Platz? Ja, der ist wertvoll. Also wir nutzen wirklich jeden Winkel. Die Gläser haben dort einen guten Platz gefunden und bietet sich einfach an. Deswegen haben wir uns für den Oberschrank nochmal eine Auszugsvariante entschieden bei den anderen Modellen. Ja, hattet vorher Boses Soundbars mit drin. Ja. Das ist jetzt auch was ganz Tolles, sollte man mitbestellen. Also der Sound ist um Längen besser als mit dem Original. Ja, natürlich. Also sagen wir mal so, es ist eine Klangverbesserung. Es empfiehlt sich, egal wie, so eine kleine Soundbox zum TV dazuzunehmen. Alphatronics hat eine sehr gute Qualität. Allerdings ist der Ton bei den normalen Fernsehgeräten auch zu Hause verbesserungswürdig und hat nicht wirklich Platz, wie du schon sagst. Deswegen. So, man hat die Möglichkeit, den rauszuziehen, den Fernseher? Ja, man hat auch hier die Möglichkeit, zu dem Schlafraum den rauszuziehen. Guck mal gerade. Na, ich hab's schon. Home ist nicht mein Modell, ich habe einen Home, hat sie vorher gesagt. Hat sie gesagt. Sie hat einen Palace, fährt deswegen, selber. Oh Gott, Sven, ich weiß es nicht. Ist nicht so schlimm, lass es drin. Es sei dir vergönnt. Jetzt doch. Jetzt. Das wäre ja gelacht. Also. Meiner ist anders. Den schiebst du einfach raus, denn da kannst du schieben und näher ran. Auch wir haben immer wieder neue Sachen. Das ist jetzt hier mit einer Feder. Ich dachte jetzt eigentlich, ist es analog dem Auszug hinten. Aber guck, du kannst den hier so weit rausschwenken, dass du wirklich noch ein ganzes Stück näher am Wohnraum bist. Okay, das heißt, ich brauche einen kleineren Fernseher, weil ich näher rankomme. Das ist ganz cool. Der passt genau hier rein, der tut nicht weh. Und die Sat-Anlage ist ja hier drauf, die geht vollautomatisch. Immer mehr Menschen schauen ja jetzt über Internet. Gibt es da die Möglichkeit, einen Router zu bestellen bei euch? Ja, du kannst über die Sonderpreisliste kann natürlich auch ein Router eingebaut werden. Mhm. Nochmal ganz kurz zu den Wahlmöglichkeiten. Also es ist manchmal so, dass die Leute sagen, ihr habt hier nur Holzfarben, glaube ich, zwei oder drei. Wie viele Holzfarben gibt es? Es gibt zwei Holzfarben und ich glaube, unsere Disposition und Stücklistenmitarbeiter, die können das bestätigen, dass es gar nicht nur ist, sondern eigentlich sehr, sehr viel. Zwei Möbelfarben bedeutet, alle Teile des Wohnmobils in zwei Farben vorrätig haben zu müssen. Da sprechen wir vom einfachen Profil, von der Front, von wirklich allem. Das ist sehr viel. Wir haben das helle Holz als Live-Wohnwelt und das dunkle Holz in der Trendausführung mit dem Palisander. Wir sprechen ja jetzt nicht, zum Beispiel, wenn ihr Fußboden bestellt und das hier ist jetzt der Schokoladenfußboden drin, dann sprechen wir nicht von 5 Quadratmeter, die ihr ordert, sondern die bringen da LKW-weise Fußboden rein. Genau, da müssen natürlich mehrere tausend Meter davon bestellt werden und genau das ist der Punkt. Ich habe ja auch dann noch die Pflicht, diese Bevorratung für einen Wechsel der Serie muss ich trotzdem einen Schokoladenboden noch haben. Noch vorhalten. Ne? Ja, auch noch vorhalten. Also deswegen, das multipliziert sich und skaliert sich sehr schnell hoch.
Ja, sehr schön. Ja, wenn du mal kurz mal zurückgehst, da ist der Kleiderschrank, den konnten wir eben nicht öffnen. Jetzt geht's. Der ist riesig für so ein kleines Fahrzeug. Ja, einmal hier oben eine Stange, wir können die Böden verstellen. Hier unter findest du nochmal eine Kleiderstange, um Jacken oder Hemden zu hängen. So, und hier unten haben wir dann einfach noch ein Servicefach, falls man irgendwie mal an die Verkabelung oder an die Elektrik muss. So, eine Revisionsklappe quasi. Genau. So, da unten habe ich noch ein Fach. So, hier haben wir noch den Apothekerauszug. Nochmal schön für Flaschen oder kleinere Artikel, die ich jetzt für die Küche noch als Vorrat mitnehmen möchte. So, und der ist bei mir ein Weiß noch mit so, ihr habt alles verändert, das ist interessant. Das heißt eine Metamorphose bei euch ständig. Ja, natürlich, ständig. Es wird sich ständig weiterentwickelt. Es gibt auch immer wieder einen besseren Zulieferer. Es gibt Zulieferer, die vielleicht in der Zeit von Corona nichts mehr liefern. Dann müssen wir wechseln. Also da wird immer wieder nachjustiert. Ja, auch im Home die Kaffeemaschine natürlich. Ihr habt den neuen Lüfter mit eingebaut, direkt da, wo er hingehört, direkt über den Töpfen kann ich abziehen. Ja, genau. Hier über den Töpfen macht es Sinn, also auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Der ist von der Leistung her sehr gut und wenn ich koche, den dazu schalten, dann ist da eigentlich gar nichts davon zu spüren, dass hier drin gekocht wurde. Ja, die Schränke öffnen nach vorne, da stören sie auch nicht. Nach vorne, sind trotzdem sehr tief, ich kann ganz normales Geschirr verwenden. Sind sehr stabil und es passt wahnsinnig viel rein. Und die Kaffeekapseln von Nespresso. Oh, jetzt ist er mir aus der Hand gerutscht. Ist nicht schlimm. Das ist unser Kapselhalter für die Nespresso, klar. Nettes Gadget, weil es auch so ein bisschen Farbe ins Spiel bringt. Und natürlich den Ceva-Rollenhalter, den wir zuliebe unserer Kundin direkt gleich mit integriert haben, weil es dann doch. Wir haben danach gefragt. Ja, es ist einfach schwierig, so ins neue Auto gleich mit dem Schraubendreher ein Loch reinzudrehen, wenn der Mann dann was befestigen soll. Deswegen da als Kombination und alles ist verstaut. Die Gasflaschen 2x11 Kilogramm mit automatischer Umschaltung? Die sind immer dabei. Wir haben das Gaskastenfach außen liegend. Das befindet sich hier innen mehr oder weniger hier unter der Ecke. Prima. So, man kann den Gastank mitbestellen beim Home, geht das? Beim Home eher nicht. Dadurch, dass wir nicht die Bodenfreiheit haben wie beim Loft oder beim Palace, können wir allenfalls einen sehr kleinen Gastank platzieren. Und da ist dann wieder die Frage, inwieweit Kosten und Aufwand einander gegenüberstehen. Das heißt, auch da mal beraten. Preisunterschied Home zum Loft ungefähr? Oh, im, 20.000? Im Grundpreis, das dürfte mehr sein. Dürfte mehr sein, ja. Okay. Also, wenn ich jetzt so innen gucke, das ist ein tolles Auto. Also, der Home ist doch bestimmt für viele. Ihr verkauft den stark, den Home? Der Home ist ein attraktives Fahrzeug, gerade für Menschen, die erstmal was Kleineres suchen oder die von wirklich was Kleinerem kommen und sagen, nein, ne, wie du vorhin schon sagtest, es wird immer nur nach oben gewechselt, selten in die andere Richtung. Und deswegen ist es so als erster Morello oder als Einstieg auf jeden Fall eine tolle Variante. Ja, oben habe ich auch Schalter, ich habe dann die Beleuchtung, ich habe diese neue indirekte Beleuchtung, die toll findest. Ja, diese Designbeleuchtung in der Küche. Ja, so. Weil es alleine für sich ein tolles Licht macht. Rappeln, klappern, das ist so das große Thema. Also ihr gebt euch größte Mühe, dass die Fahrzeuge nicht klappern. Ja, das ist Das sieht man jetzt auch hier, die Scharniere, das ist alles wirklich hochwertig fest, wenn es irgendwo klappert. Eigentlich sollte die Spannung so sein, dass es direkt hält. Wir haben noch die Möglichkeit, hier so einen kleinen Puffer reinzumachen. Du kannst auch tunen. Man darf nie vergessen, das Fahrzeug ist ja in sich trotzdem immer noch flexibel. Es wird bewegt. Mhm. Ich stelle es nicht in die Ecke wie einen Schrank, der dann natürlich nie mehr quietscht, sondern es wird bewegt. Und da muss man dann einfach nochmal, falls es auftritt, Hand anlegen und nochmal eine halbe Umdrehung im Scharnier einstellen. Das kann man im Service aber auch machen. Das heißt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, die Leute kommen nach 2-3 Wochen und sagen, ich habe ein bisschen Probleme. Das heißt, man kann vorbeikommen, kann sich an euch wenden mit dem neuen Fahrzeug. Wenn man die Terminierung vorher abgesprochen hat, kann man das sicherlich tun. Ja, ja, wir haben Jahr 2020, 21. Ja. Bitte terminieren, richtig? Ja, terminieren, genau. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich glaube, jedem Service, auch bei unseren Handelspartnern, ist es wirklich wichtig, dem Partner die Möglichkeit zu geben, einen Termin vorher zu vereinbaren. Es ist nicht lebensnotwendig, wenn der Schrank ein bisschen knatscht. Und ich sage mal, wenn es den laufenden Betrieb dann wirklich total durcheinander bringt,
bitte immer vorher anrufen. Wir tun immer alles, was irgendwie in unserer Macht steht. Das ist aber eher selten, muss ich sagen. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man abstellen durch Filzstreifen. Genau. Also wenn mich irgendwas stört. Wenn die Leute auch jetzt sagen, was, so viel Geld und Filzstreifen, das ist so. Das ist ein lebendes Objekt quasi und da kann immer mal ein bisschen, und ist ja so, der ist so leise, dass du alles hörst. Das ist ja das Problem. Genau. Das heißt, die lauten Geräusche sind ja weg und dann fangen die kleinen an. Ja, natürlich. Und Holz auf Kunststoff ist Holz auf Kunststoff und das knatscht eben, ne, wenn es irgendwo... Kann man abstellen in fast allen Fällen. Man kann es abstellen, ganz genau. So, ich zeig mal gerade, wir haben eine Spüle, da seid ihr euch treu geblieben. Selbst im Loft hat man zwei Spülbecken? Natürlich, zwei Spülbecken. Es hat sich bewährt, dass wir hier vorne das Hauptspülbecken haben und dann hier hinten nochmal ein zweites als zusätzliche Ausgussmöglichkeit oder, wie wir jetzt schon beide festgestellt haben, wir nutzen es als Abtropfbecken. Hm. Der Tedford-Herd übrigens mit drei voll nutzbaren Brennern, wenn ich zwei kleine Töpfe habe und einen großen, funktioniert wirklich, also kein Fake-Dritter? Nein, nein, funktioniert sehr gut. Wie du schon sagst, hier brauche ich einfach zwei kleinere Töpfe. Aber zündet auch selber und das ist das Schöne. Also sehr, sehr zuverlässig. Machst ihn an und funktioniert. Ja, genau, funktioniert durchgehend. Also ich hatte noch nie irgendein Problem damit. Ich auch nicht, muss man ehrlich sagen. Also da unten sieht man eine ganz große Tür. Das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich, das ist aber der Standard. So würde auch der Standard beim Palace und beim Loft aussehen, wenn man kein Küchenpaket hat. Ach. Dann ist hier eine Tür mit einem Fachboden drin. Ich habe es noch nie gesehen. Also das sieht daran, dass die meisten... Genau, weil es die meisten tatsächlich umbestellen oder weil auch viel diese Novellküche wählen. Dort wird es direkt gegen zwei Auszugsschubladen getauscht. Das kann ich auch beim Home tun. Das ist jetzt die Serie. Andererseits auch nicht schlecht, es ist hier ein Ausstellungsfahrzeug. Sollte der Kunde noch die Idee haben, er möchte hier einen Sondereinbau, eine kleine Spülmaschine, was auch immer, kann das der Händler noch tun. Ne? Krass. Ja, eine Spülmaschine würde nämlich hier gehen. Zuladung. Eine Sonder, ne? Weil die die Tiefe nicht haben. Deswegen, Zuladung bei dem Auto ungefähr? Eine Tonne? Ja, das sollte vielleicht nicht ganz eine Tonne, aber ich sage mal 800 Kilo, je nach Ausstattung. Also ihr habt überhaupt kein Problem mit Zuladung. Nein. Das ist so überladen und immer so. Immer in Abhängigkeit mit der gewählten Ausstattung des Kunden. Ja. Man kann ihn auch so voll machen, dass es ein Problem gibt. Man kann ihn auch so voll machen, dass es ein Problem gibt, das ist richtig. Aber dann gucken wir auch das nach und sagen dann auch ganz klar hier, das ist die Grenze erreicht. Das ist die Zuladung, so sieht das aus. Bist du dir dessen bewusst, lieber Kunde? Wenn der sagt, jo, das weiß ich, kein Problem. Es muss nur alles im Rahmen des offiziell rechtlich Erlaubten sein. Ne? Also überladen dürfen wir natürlich nicht. Natürlich nicht. Bis 7,5 Tonnen. Der hier darf aber jetzt bis 5 Tonnen? 5,8 Tonnen. 5,8 Tonnen. So, der Tisch, der lässt sich in mehreren Varianten bewegen. Ja, den Tisch, den können wir, also der ist im Standard immer ausziehbar. Immer, gell? Immer. Ja. So, ich nehme den hier auseinander, ziehe das nach oben, schiebe ihn wieder zusammen und jetzt kann ich ihn, wenn ich unten diese Justierschrauben löse, kann ich ihn beliebig verschieben nach vorne und nach hinten. Soll ich das mal tun? Ja, mach mal bitte. Das heißt, ich kann Face-to-Face erzeugen damit, sogar auf der Sitzbank. So, jetzt bin ich schon mal hier vorne. Genau, wenn du dich mal gerade hinsetzt. So, und dann nehmen wir uns noch das und dann können wir den auch nach vorne schieben, ne? So, dass ich auf dem vorderen Sitzen sogar auch noch essen kann oder Laptop oder was weiß ich. Also ne, zum Durchgehen kann ich ihn hier kurz auf die Seite schieben und kann ihn dann auch, wenn ich die Position gefunden habe, wieder feststellen. Die Farbe von dem Tisch? Das ist, boah, jetzt hast du mich aber voll, die Farbe von dem Tisch ist das neue, Dieter, helf mir schnell. Viva. Viva, genau. Viva. Ja, habe ich sogar selber benannt, aber. Ach so, hast du selber benannt? So langsam hast du mich echt struppig gemacht. Ich sag's dir. Du kannst aber zwei Sachen wählen. Du kannst oben drauf wählen und die Seiten kannst du auch noch wählen. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Es gibt immer die Kombination HPL-Schichtstoff mit einer Vanillekante und dann gibt es passend zur jeweiligen Holzfarbe, zum Beispiel das Quarz, was wir vorhin in dem Palace gesehen haben, das wird natürlich in der gewählten Holzfarbe angepasst, live oder Trend. Na, mit dunkler oder heller Holzkante. So, aber das hier gibt es jetzt immer nur in Weiß. Setz dich mal auf die Beifahrerseite. Du darfst den Tisch nochmal einklappen, weil der ist ja eigentlich nur dann, wenn ich etwas mehr Platz brauche. So, dann kann ich ihn einfahren. Das geht sehr leicht. Das geht sehr leicht. So, jetzt schiebe ich den zur Seite, habe schon viel mehr Raum. Ja. Beifahrerseite mal ganz kurz. Ich will mal gerade was zeigen. Mhm. Das sind jetzt die normalen Sitze oder sind das schon Luxus? Nein, das sind die normalen Fahrerhaussitze. Das sind die Fahrerhaussitze. So, jetzt kannst du den mal zu mir drehen, bitte. Ja. So, dass du mal die Beine andeutest, wo du die hinlegen würdest beim Fernsehgucken. Ja, natürlich, hier hin.
diesen dahin und damit hätte ich Position Nummer 1. Das gleiche kann ich auf der anderen Seite machen. Das gleiche kannst du auf der anderen Seite tun und dann ist es natürlich mega gechillt. Ja, davon ist wirklich mega gechillt. Da ist dann der Fernseher. Ich zeige dich mal gerade von hinten, dass man das Ganze sieht, wie sie jetzt hier liegt und quasi auf den Fernseher blickt. Ja. Und das ist schon Luxus, oder? Ja, klar ist es Luxus. So, jetzt machen wir noch ein bisschen nach hinten und dann alles gut. Ja, dann kannst du sogar noch Armauflagen, die kannst du dir so einstellen. Die sind jetzt relativ hoch, die kannst du sogar runter machen. Genau, dann stellen wir die ein. So. So, und jetzt ist ganz gechillt. Ja. Jetzt fehlt nur noch die Funktion zur Massage, die gibt es noch nicht. Doch, wir haben inzwischen tatsächlich auch schon Massagesitze in dem neuen Grand Empire. Aber hier nicht im Loft, im Home. Im Home leider noch nicht, nein. Im Home schon zweimal nicht. So. Nein, das hat ja mit dem Home nichts zu tun. Wenn die passen, ne? Dann kann man die auch hier reinpacken, aber wir haben sie leider noch nicht. So, wenn ich das Fahrzeug komplett weiß haben möchte, das heißt also mit den Oberschränken in weiß, mit weißem Leder ging auch, oder? Ja, von den Lederfarben hast du eine relativ große Auswahl und kannst dir aussuchen, was du passend zu deiner Möbelwahl möchtest. So, du kannst hier rausgucken, an der Seite ist ein Schiebefenster, mach mal zu. Ganz kurz, das Hygienekonzept, offene Fenster überall, aber das ist sehr leicht. Das lässt sich leicht bedienen? Das lässt sich leicht bedienen. Siehst du ja, also das geht sehr einfach. So, und hier vorne sieht man die Busspiegel. Die schaffen einen großen Überblick. Auch vorne, ich sehe das Fahrzeug im Spiegel, kann die Kanten sehen, das kennst du. Was besonders ist, auch dort, wo zugemacht wird, das heißt, also ich habe ja vorne ja ein Plissee, kann das zufahren. Dort habe ich auch Luftausströmer, sodass also vorne beheizt wird. Hier vorne sind nochmal Konvektoren angebracht. Die natürlich dafür sorgen, dass die Luft zirkuliert und dementsprechend sich auch kein Schwitzwasser an der Scheibe bildet. Ganz praktisch. Ja, wer das nicht weiß, einige haben die zu, man muss sie auch öffnen. Ja, man muss natürlich darauf achten, dass man gerade im Winter bei großen Temperaturunterschieden das vorne nicht komplett schließt, sondern die unteren 10 cm offen lässt, damit die warme Luft mit der kalten Luft zirkulieren kann. Ja, du hast hier einen King-Size-Platz, das heißt, wenn du dich drehst und du fährst, die Fahrt ist schon so entspannend, dass man sagen kann, Vollluftfederung, ist das eine Möglichkeit bei Home? Tatsächlich ist das auch eine Möglichkeit beim Home inzwischen. Ja, das heißt, Vollluftfeder hat welchen Vorteil, das, wenn vorne auch Luft gefedert ist? Du ersetzt quasi die Blattfederung nochmal durch diese Luftbälge mit der Vollluftfederung, ist nochmal komfortabler. Das heißt, in etwas rauerem Gelände wird auch da das ganze Fahrzeug noch ein bisschen mehr unterstützt. Ja, es ist Reisen wie im Reisebus so ein bisschen, oder? Das heißt, er schwebt. Ja, so unrecht ist es schon gar nicht, das ist hier ein Bus. Ja. Frage, ist das, gibt es die Option, die Luxusfahrer aus Schwingsitze zu bestellen? Kann man die bestellen hier? Die kann man bestellen, ja. Ich glaube, wir haben sie nicht in der Liste. Da muss man immer noch mal genau gucken, aber gibt es. Klär mich auf, was ist das? Luftschwingsitze erfordern ja jetzt zum Beispiel eine extra Luftleitung. Das heißt, der Sitz schwebt auf einem Luftpolster, wird durch die Anbindung an die Hinterachsluftfeder mit Luft versorgt und kann dann immer noch das Fahrergewicht abdämpfen und nachfedern. Du hast sie bei dir im Palace? Nein. Hast sie nicht? Nein, der Palace ist tatsächlich so komfortabel. Unser eigener Palace ist mit einer Hinterachsluftfeder und mit ganz normalen Sitzen ausgestattet. Funktioniert auch. Funktioniert super, ja. Okay, prima. So, ich schwenke mal gerade hier rum. Jetzt hat man immer hier noch Platz. Der hat 4 Sitzplätze? Der hat 4 Gurtplätze. An den Kopfstützen kann man es schon sehen. Die Gurte sind versteckt. Hier hinten dazwischen, zwischen den beiden Kopfstützen, würde das Gurtgestell nach oben gezogen werden können. Und dann habe ich hier 2 Gurtplätze. So, toller Raum, muss man sagen. Allerdings empfehle ich jedem immer viel Ordnung zu halten. Das heißt, gerade die Männer der Zunft bitte wegräumen, weil sonst hat man so einen kleinen Raum schnell mal vollgestellt. Ja, so ist es bei kleinen Räumen, aber wir haben großzügige Stauräume und Stauflächen. Ich glaube, es fällt nicht schwer, seine Sachen einfach schnell wegzupacken, sodass es immer ein bisschen ordentlich wirkt. So, hier vorne ist das Cockpit. Wir haben das ganz moderne Iveco-Lenkrad. Das kann man auch abnehmbar bestellen beim Home? Das kannst du auch abnehmbar bestellen. In der Multifunktion-Ausführung. In dem Fall ist es nicht abnehmbar bestellt. Geht aber auch. Kann den Sitz drehen. Ja. Alles gut. Also man kann den Sitz auch ohne abnehmbares Lenkrad drehen. Man muss nur ein-, zweimal nachjustieren mit dem Sitz, um ihn dann zu drehen.
ne, in der Rückenlehnstellung wird es etwas weiter zurückgehen, wenn das Lenkrad abnehmbar ist. So, die Luftfederung, der hat hier vorne so eine Einstellmöglichkeit. Das ist die Hinterachsluftfederung. Genau, das heißt, ich kann so ganz leichte Unebenheiten, kann ich auch ohne Hubstützenanlage ausgleichen. Das ist eigentlich immer so ein Irrglaube, dass man mit einer Luftfeder irgendetwas ausnivellieren kann. Im Stand kann ich das nicht tun. Dafür gibt es eine Hubstützanlage. Mhm. Aber ich kann die Tanks damit gut entleeren. Also ich glaube, es gibt so eine Tankfunktion, wenn ich eine Vollluftfederung habe. Ja, das sind Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, die Hubstützanlage. Ja, die richtige Nivellierung findet mit der Hubstützanlage statt. Preis ungefähr von so einer Anlage, Hubstützen? Hubstütze, ja. 8.000 Euro sollte man dafür in die Hand nehmen. Ja, da zögern einige, kann man nachrüsten. Also das heißt, wenn kann man denn nachrüsten, macht es aber ja nicht anders. Also auch 8.000. Ja, deswegen. Und dann halt im Nachgang nochmal ins bereits funktionierende Fahrzeug eingreifen. Ja, auch hier habe ich ja die gute alte ZF. Nee, so alt ist sie gar nicht, seit so alt ist sie nicht, vier Jahre, oder? Die gute ZF, das gute ZF-Wandlergetriebe, ganz genau. War vorher die Agile, das kennst du noch? Die Agile kenne ich noch. ZF-Wandler ist natürlich Welten, ja, toll. Ja. Ja. Das heißt, das fährt die Schaltzeiten, merkst du gar nicht. Der fährt wie ein Go-Kart, also ist wirklich klasse. Ich sage mal, fährt wie ein Autoscooter, ganz genau. So ist das. Hier vorne habe ich das neue Cockpit. Ja, das Schöne ist, der hat jetzt auch die Assistenzsysteme mit drin, hier schon, der Kleine? Der hat in jedem Fall die Vorrüstung dafür. Das sieht man hier, dass er schon die elektrische Feststellbremse hat. Aktiviert ist es noch nicht. Wir sehen hier vorne noch keine Kamera. Ergo ist das ein Fahrzeug, was das Assistenzsystem in der Bestellung mit drin hatte, aber es ist noch nicht aktiviert. Ja, das Rollo, fahr das mal bitte runter, denn das ist integriert, natürlich elektrisch, und mal gucken, es funktioniert. Das ist auch dieses neue Plissé-Rollo, das habt ihr stark verbessert vor einigen Jahren. Ja, das Isolierplissé, das haben wir getauscht gegen diesen festen Frontrollo, der auch immer so ein bisschen Geräusch mitgebracht hat während der Fahrt. Das Isolierplissé hat sich bewährt. Ist leicht, hat zwei Funktionen in einer. Das heißt, ich kann es als Isolierplissé, als Privacy-Funktion und auch als Sonnenschutz verwenden. Das darf man auch zulassen, wenn die Sonne scheint. Also ich habe öfter mal gehört, dass die aus einem Stoff sind, der nicht zu heiß werden darf. Das ist kein Problem. Also wenn die Sonne scheint, kann ich es zulassen? Na, natürlich, dafür ist es ja gemacht. Okay, ja. Wunderbar. Fass mal ganz runter. Denn das ist immer wieder schön, da ist eine Taste, da kann man es runterfahren. Und wenn man es ganz runtergefahren hat, dann kommt diese Privacy-Funktion. Das heißt, es fährt nochmal von oben nach unten auf. Und dadurch kann ich lästige Blicke, die ich nicht haben möchte, wie hast du es genannt, in bequemer Kleidung? In bequemer Kleidung frühstücken. Ich kann rausgucken, aber es kann keiner reingucken. Genau. Ja. Und wir sparen dem Kunden eigentlich auch Kosten. Also das hat lange Zeit, ich glaube, das lag um die 790 Euro in der Option. Ich habe es in der Option, und man muss es genau. Von vorne hochziehen. Genau, man muss es manuell nach oben ziehen. Es kostet Geld, und deswegen finde ich das toll, dass es jetzt inzwischen eine Option gibt, wo ich dies gleich integriert habe. Und es rappelt auch nicht mehr, muss man sagen. Ja. Das andere hatte so ein kleines bisschen gerappelt. Ja. Ich habe ja jetzt da kein Problem gehabt, aber wer das kennt, den Loft noch mit dem alten, also das war immer so ein Punkt da, was heißt rappeln? Es hat so ein ganz kleines Dick so ab und zu mal gemacht, ja, und dann so ist es. Das stimmt. Das große Alpine ist hier drin? Hier ist auch das Alpine Navigationssystem drin, schalten wir es mal ein. So, fährt kurz hoch, Radio, Navigation, Rückfahrkamera, alles in einem Gerät. Die Fahrhausklima ist mit drin. Kann ich die Heizung bestellen mit einem Wärmetauscher bei einer Fußbodenheizung oder bei einer Alde? Geht das? Das heißt vorne, dass während der Fahrt die Heizung unterstützt wird durch den Motor? Das ist im Standard dabei. Ist dabei. Das heißt, der Wärmetauscher ist dabei. Genau. Ich kann das machen. Diese Uhr habt ihr immer noch? Diese Uhr haben wir immer noch, aber nur noch im Home. Obwohl, ich glaube, inzwischen haben wir sie gar nicht mehr. Und die Kunden vermissen sie schmerzlich. Ja. Ja, also tatsächlich, weil so ein kleiner Zeitansager in unserem Palace jetzt ist auch keine solche Uhr mehr drin. Wir mussten uns tatsächlich eine Alternative überlegen, weil so ein kleiner Zeitmesser mit dem Seitenblick ist gut. Anja, steh mal bitte auf und zeig mir mal gerade den Raum unter diesem Sitz, bitte. Da haben wir wieder Raum? Ja, da haben wir wieder Raum. Eine Auszugsschublade unter der Seitensitzbank. Toll für Schuhe auch, denn ist direkt am Eingang. Genau, toll für Schuhe, toll für kleines Getränkestaufach, was auch immer. Also möchte ich
auch nicht missen an der Stelle. So, dann ist hier vorne ein kleines Gewürzfach. Nein, kleines Regal erklärt sich auch. Wir hatten dort in den vorherigen Ausführungen oder Modellreihen auch ein Fenster. Ja. Das Fenster wird ja jetzt dann immer kleiner durch die breite Tür. Deswegen war die Entscheidung, dieses Fenster, was dann wirklich sehr klein gewesen wäre, durch ein Regal zu ersetzen. Mhm. No? Es fällt gar nicht auf, dass das Fenster nicht da ist. Also ich Das war auch der Sinn, der Hintergrund der Umstellung auf dieses Regal. Es fällt nicht auf. Ich habe trotzdem immer noch irgendwelche Sachen, die ich hier verstauen kann. Aber die breite XL-Tür, die möchte einfach keiner mehr missen. So, jetzt Hubbett. Was ist da zu machen, damit man es runterlassen kann? Für das Hubbett müssen wir die Sitze entweder nach hinten oder nach vorne stellen. Sag mal bitte. Ja, auch als Vertriebsleiterin muss man mal zeigen, dass es so einfach ist, denn es ist wirklich einfach. Kostet ungefähr eine halbe Minute Zeit, wenn man geübt ist. Jetzt machen wir ja noch Druck. Ja, klar mache ich dir Druck. Denn so, du hast noch 20 Sekunden. Nee, war Spaß. So, die muss man umlegen. Das war's. Die muss man nach vorne umlegen. So, und jetzt ist das Gasdruck gefedert oben. Ja. Jetzt entriegeln wir das hier. Also ich bin und ziehen einmal. Du musst einmal kurz entlasten. Ich habe dasselbe Hubbett. So. Und es ist riesig. So. Und es liegt auf der Hupe. Es liegt auf der Hupe. Hupe geht. Also man kann diesen Sitz übrigens auch quer machen. Das ist ganz witzig. Wenn du mal gerade drehst, das sah man gerade so lief, dann liegt er nicht auf der Hupe. Und ist lustig, oder? Ich nehme an, dass jetzt in Schlüsselfeld wird dieses Video... Die auf der Messe jetzt geschlummert haben, die sind alle wach. So, jetzt ist es gedreht. So, nochmal ohne Hupe. So, ohne Hupe. Und das ist richtig toll groß. Ja, natürlich. Es hat 1,30 Meter Breite, ist 2 Meter lang. Also da können eigentlich auch zwei Erwachsene schlafen. Man schläft wie Gott in Frankreich. Ich schlafe da ja immer, muss ich sagen. Okay. Hier vorne habe ich noch ein eigenes Fenster. Da muss man allerdings aufpassen, dass man die Schlafauflagen nicht so hoch aufbaut, dass sie gegen das Fenster drücken, weil das kann sich im Sommer nämlich verziehen. Ja. Das ist so. Dann wird ein kleines Teil fällig, kostet 60 Euro. Mhm. Und, du meinst diese... Das Schließding. Ich hatte es nämlich da liegen und dann war es irre heiß im Sommer. Dann hat sich das der Temperatur angepasst und nicht mehr zurück. Und nicht mehr zurück, ja. Feierabend. So. Ja, den Memory-Effekt, den haben wir noch nicht gefunden. Den haben wir nicht. Wenn du da mal hochhebst, auch hier habe ich du meinst jetzt die Matratze, ich will mal kurz runter gucken. Ja. Hier habe ich denn ein Federsystem, was in alle Richtungen geht. Das heißt, einmal runter, einmal quer. Ja, die Unterfederung. Ja, ne? Und Luft runter. Und Luft runter, ganz wichtig, natürlich. Sehr schön. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel Kraft du brauchst, um das hochzudrücken. Oh, es war unglaublich schwierig, oder? Kein Problem. Kein Problem. Ist auf jeden Fall schaffbar und machbar. So, der Home. Ja, du hast mir, beziehungsweise der Robert hat mir erzählt, es ist tatsächlich euer teuerstes Fahrzeug in der Herstellung. Denn ihr habt tatsächlich einen kompletten Takt für den Home, obwohl ihr ja viel weniger Umsatz macht. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr weniger verdient am Home, sondern es ist das Fahrzeug, wo ihr sogar, ich sag mal, wahrscheinlich am wenigsten verdient, weil es sehr, sehr günstig im Einstieg ist. Also ich sag mal, die gleiche Qualität bietet, auf dem gleichen Band gebaut wie die großen. Genau, da hat Robert genau richtig gesagt, Fahrzeug ist genauso gebaut wie alle anderen, ist vom Aufwand her genauso groß, aber vom Preis her klein geblieben. Ja. Warum ist der denn noch im Programm, der Home? Weil wir den Home einfach auch als Ausgleich für unsere Produktion brauchen. Wenn wir so ein richtig großes Fahrzeug wie den neuen Grand Empire bauen, haben wir eine Stunde, eineinhalb mehr, die wir mit dem Home, den wir direkt danach fahren, direkt wieder kompensieren können. Der ein kleines bisschen schneller geht. Ja genau, der geht ein bisschen schneller. Das heißt, der Mitarbeiter ist beispielsweise in 2 Stunden am Home fertig und hat dann noch eine Stunde für den Grand Empire oder 1,5 Stunden. Aber jetzt umgerechnet ist der Home eigentlich sehr, sehr teuer für euch. Ja, aber wir wollen ja unsere Kunden trotzdem zufriedenstellen mit dem kompakten Fahrzeug. Ja, prima. Komm, kommen wir hier mal raus. Wir zeigen das mal. Die Leute warten schon. Alarmanlage ist möglich. Ist sie optional? Alarmanlage ist möglich. Können wir optional bestellen. So, hier ist er. Der Home 78L. Mensch, das hast du nicht gewusst heute Morgen, als wir uns kennengelernt haben, dass wir mal 3 Stunden noch drehen? Das habe ich nicht gewusst. So, hast aber toll gemacht. Die Vertriebsleiterin Anja Bauer mit ihrem Mann. Chassispaket ZF, Wandergetriebe mit drin. Also hier für alle Freunde des Standbildes habt ihr nochmal alle Daten. Und hier haben wir den für 234.897 Franklis. Franklis, genau.
Wir drehen gerade in Bern auf dem Swiss Caravan Salon. Hier oben sieht man auch nochmal, das ist die Anordnung, wie wir ihn haben. Ja, Aktionspreis. Ja, wenn jetzt viele Leute sehen und sagen, naja, das sind ja über 200.000 Franken, aber der Werterhalt, man, ich sag mal, man verliert da nicht so viel. Ich sag mal, vielleicht am Anfang ein bisschen mehr, aber irgendwann. Nein, im ersten Jahr rechnen wir ja gute 20%. Danach gibt es so eine Daumenregel, rechnet man für jedes weitere Jahr 10%. So, aber es gibt viele Leute, die möchten sich ihren Home neu zusammenstellen, die wollen die allerersten sein, die da schlafen. Ist das so? Ja, natürlich. Also es gibt doch viele, die sich fürs Neufahrzeug entscheiden, die den exakt nach ihren Wünschen zusammenstellen und ja, den dann neu haben wollen. Ja, es gibt einige Dinge für den Wiederverkauf, die wichtig sind. Man sollte nicht zu abgefahrene Kombinationen wählen, vielleicht, die kann man zwar korrigieren. Zum Beispiel keinen 180 PS mit Schalter. Oder rotes Leder. Rotes Leder dürfte einem auch sehr lange erhalten bleiben. Also, oder auch Kassette. Also tatsächlich ist die Kassettentoilette oftmals ein Ausschlusskriterium. Die Leute sind mehr Richtung Fäkaltank. Ja, habe ich auch gemacht. Ja. So ist es. Ja. Vielen Dank, Anja. Ja. Es geht heute wieder nach Hause? Es geht heute wieder nach Hause. Leider früher als gedacht, aufgrund der neuen Bestimmungen, neuen Regelungen hier in der Schweiz. Ab morgen haben wir Risikogebiet. Wir haben viel zu tun. Ich muss nach Hause. Ich möchte auch nicht in Quarantäne bleiben. Deswegen leider schon heute hier weg. Ja, ich danke dir, Anja. Tschüss. Ja, danke. Sven.